Guten Tag alle, heute wollte ich kurz über ein paar Abkürzungen mit Präpositionen, die man auf Deutsch machen kann. So today we're going to talk about a few German prepositional contractions. Contractions in German occur when definite articles and prepositions are combined. This is only possible when the article is not stressed and the only definite articles that can be contracted with prepositions are dem, das and der. All other definite articles do not occur as contracted forms, and contractions do not occur with all prepositions. So we're going to run through a list of them here, complete. An das, ans, an dem, am, auf das, aufs, bei dem, beim, durch das, durchs, für das, fürs, hinter dem, hinterm, hinter das, hinters, in das, ins, in dem, im, über das, übers, über dem, überm, um das, ums, unter das, unters, unter dem, unterm, von dem, vom, vor das, vors, vor dem, vorm, zu der, zur, zu dem, zum. So we're going to break down this list even further. We're going to look at them by categories of prepositions. So first, accusative prepositions. Durch, ich gehe durch das Haus. Ich gehe durchs Haus, or I'm going through the house. Das ist für das Fest. Das ist fürs Fest. That's for the festival. Der Hund läuft um das Haus. Der Hund läuft ums Haus. The dog is running around the house. Okay, so dative prepositions. Again, not all prepositions can form contractions. So from the dative category, von, er ging von dem Kino zum Theater. Oder er ging vom Kino zum Theater. Zu, ich gehe zu der Post. Ich gehe zur Post. Wir fahren zu dem Schloss. Wir fahren zum Schloss. Bei, wir treffen uns bei dem Kino, wir treffen uns beim Kino. Okay, the two-way prepositions are by far the most numerous in terms of being able to be contracted with definite articles. So we'll start with an. Ich gehe an das Fenster, means I'm going to the window. Ich gehe ans Fenster. Ich stehe an dem Fenster. Ich stehe am Fenster, means I'm standing at the window, location. Auf, on or on top of or into. Okay, so wir fahren auf das Land oder wir fahren aufs Land. We are driving into the countryside. In, ich gehe in das Zimmer. It's an action. So in, remember, is two-way prepositions. It's an action. It's accusative. Location, dative in a general sense. So ich gehe ins Zimmer. Ich stehe im Zimmer. That's okay. I'm standing in the room. Vor, er läuft vor das Haus, er läuft vor das Haus. Er steht vor dem Haus, er steht vorm Haus. Okay, some other examples. Hinter, er geht hinter das Haus, er geht hinter das Haus. Er wartet hinter dem Haus, er wartet hinterm Haus. Über, sie spricht über das Ende der Welt, sie spricht über das Ende der Welt. Du hast ein Dach über dem Kopf, du hast ein Dach über dem Kopf. Und das war's. Vielen Dank.